Ich hab die Auszeichnung der Nussknacker. Setze einen Feind außer Gefecht und schieße ihn dann in die Hoden. Oh ne. Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Er hat einfach mitten so seinen Satz unterbrochen, ne? Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Die Aufnahmen aus dem abgestürzten Flugzeug zeigen groß angelegte Waffenlieferungen auf dem Weg zur Werft in Lorino. Findet diese Waffen. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay. Was bedrückt Sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja. Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Das OSS wusste von seiner Entführung. Aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Okay. Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Böhms Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem... Nichts. Kein Wort. Tut mir leid. Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja, richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben. Oder ist das, was Freuen uns Sie trägt? Sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Kleinen Sieg. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Eine ganze Brücke sprengt. Halbe Armee ausgeschaltet. Heilige Magie, vor allem Medizin. Typhus. Zweimal in den Freitod gesprungen. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome.
Ich bin hier komplett von der ganzen Brücke einmal gesprungen. Dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Oh, nee. Wenn sie herausfinden, bin wo auf den Wagen, Eisenbahnwagen gegangen. Und statt der runtergeht, springt er einfach komplett über die halbe Brücke runter. Ey, Munition. Geil. Ja, toll. Für mich war wieder nichts. War dann nur für eine Person Munition? Ja, immer nur für eine Person. Super Arsch, ey. Zumindest bei so einer Stelle hätte man ja erwarten können, dass man für beide was hätte haben können. Wenn das deine Cutscene wäre, hätte man da direkt so, ich bin da. Warte, da vorne sind Wachen. Ich bleibe lieber im Schatten. Ich bleibe lieber im Schatten. Der Charakter sagt, ich bleibe sneaker. Ich pass auf, ich den sneake. Mach nix. Okay, ich bin gespannt. Ich guck von außen zu, wie du sneakst. Bedenk, dass du auch, wenn du dich schneller bewegst, halt Lärm machst, ne? Also sei vorsichtig, wenn du zu nah an ihn rankommst. Dass du dann weiterhin bis zum Ende durchsneakst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ey, und das war aufgefallen, sind Respekt. Kannst mal gucken, wie ich gelernt habe. Wir haben hier irgendwo noch einen Gegner, den ich gerade aber nicht sehen kann von hier. Doch, da unten. Ach da, ich habe ihn gerade markiert, ja. Mhm. Hey, weißt du, und jetzt geht's direkt wieder los. Ey, jetzt kommen alle Gegner, guck dir auf die Minikarte, von links haben alle Gegner den Schuss gehört. Ich hab's noch gar nicht gefunden. Was für ein Glück. Ich habe sogar Unterschallmunition. Gut, die bringt mir jetzt hier gerade nichts, aber. Okay, du bringst ihn halt das ganze Teil. So, guck mal, das war's schon. Ja, nur dass wir immer noch gesehen sind und rechts auch noch Gegner da sind. Ah ne, der ist tot, aber... Wir haben hier noch genügend anderes. Kommen wieder ein paar neue Gegner. Ja. Reiß aber mal hier mit dem Weg. Ja. Ja, wenn du sneaky sein würdest, dann gäbe ich keine Verstärkung. Du musst nur die ausschalten, die auf der Karte sind. Auf der Werft selbst bedient zu haben. Ein Schuss abgegeben habe. Ja, das reicht schon. Dann hören die Gegner das und dann brauchst du nur noch einen machen, was du ja auch dauerhaft machst. Und dann haben wir den Alarm. Und mit dem Alarm die ganze Verstärkung. Nice.
Hab ich Offizier gekillt, Junge. Ein Offizier. Ey, hau raus. Der Mann sieht wichtig aus. Mann. Und hat bestimmt was Nützliches dabei. Junge, ich bin gerade ganz woanders. Ich komme nie im Leben rechtzeitig zu dir. Wie ist irgendeiner mit MG? Also wenn so ein großes... Nee, das bin ich zu weit von dir entfernt. Ich sprinte und sprinte und sprinte und sprinte und sprinte. Bist du noch vor auf dem offenen Feld? Ja, du bist auf dem offenen Feld. Pass auf, stell dich da hinten decken. Da oben links ist irgendwas fett. Ja, ist egal. Du bist erwischt. Nein, ich bin Geister als du. So. Wieso werde ich hier erwischt? Ich bin noch in Deckung gewesen. Bin getötet. Lass einfach jetzt hier von weggehen. Wir dürfen hier eh nicht in der Position sein. Dann machst du einmal so, dann ist der Typ, sieht dich hier, dann wirst du angeschossen, zack, machst eine Rucksackladung, machst einen Timer dran und haust ab. So, und jetzt folgen wir mal bitte in eine andere Richtung. Mafia, Malat. So, hier suchen uns die Gegner ja, nur. Erst in die Richtung. Ganz schön hell da drin. Stirbt der mal. Okay. Aber wir werden immer noch weiterhin nur gesucht, immerhin. Nee, auf die Entfernung kannst du mit der Pistole nicht skillen, vergiss es. Das ist zu weit. Ich muss den Zielhafen dieser Ladung herausfinden. Geh mit denen ab, ey. Lokomotivführer. Ja, ich hab den gerade erstmal erledigt. So, weg hier. Oh Gott, das ist eine Rucksackladung, die du da angebracht hast. Lass den Sack doch weg. Hinter Schloss und Riegel aufbewahrt. Schätze, ich hab alles eingesammelt. Achtung, es kommt jetzt gegen ihn hoch. Jetzt kommt wieder ein Nahkampfkill. Laut Dokument ist die Fracht für Allagra bestimmt. Und es gibt Probleme mit der Mafia, die auf der Werft lange Finger macht. Gut zu wissen. Boah, die Verlockung ist gerade so hoch, so schießen. Also. Feind sucht, obwohl hinter denen gerade perfekt das Ding hochgegangen ist. Aber das kriegen die jetzt gerade gar nicht mal mit, die wissen gar nicht, wo wir sind dadurch. Sehr gut. Können wir die markieren? Hier sind noch vorne Gegner. Einen habe ich. Wo ist der andere? Da hinten sind mega Gegner. Drei Stück. Nein, hinten links. Siehst du das? Ja, stimmt, ja. Die sind schon vormarkiert. So, warte mal, lass mal gucken, ob die näher kommen oder wie sie sich bewegen. Weil wenn wir jetzt halt keine Verstärkung haben, müssen wir halt nur die drei erledigen und dann haben wir Ruhe. Das macht die Mission deutlich schneller, wenn wir nicht auffallen. Vielleicht nicht so lustig, aber... Fällt man auf, wenn man eine Granate wirft? Natürlich. Du kannst gucken, dass du mit einer schallgedämpften Waffe versuchst, ein Fass oder so hinter denen theoretisch anzuschießen.
So halt, ne? So. Da müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir uns darum gekümmert. Gebiet durchsuchen. 160 Meter. Sind wir da in der Nähe? Ich glaube schon. Mit dem. Wo uns die Karte wieder rauslässt. Hier ein Tunnel, okay. Aber ich glaube, wir haben auch. Hast du für die Sniper eigentlich Unterschallmunition? Ja. Ja, dann gib die doch mal. Dann kannst du. Oh, ich bin gesehen worden. Okay, dann kannst du auch wieder die normale Munition reinhauen. Jetzt sind wir die jetzt eh gerade wieder gesehen. Wollte ihn einfach. Was? Also die Kartenmarkierung meint, wir sind gerade noch gesucht, aber ich glaube irgendwie von den Gegnern her, dass wir nicht mehr gesucht sind. Vor allem jetzt haben wir einen Schuss gehört. Unsere Deckung ist immerhin noch nicht aufgeflogen, das ist schon mal etwas. Jetzt kommen sie aber alle. Ja, weil sie halt hier den Schuss gehört haben, ne? Braucht man sich nicht wundern. Und jetzt hören sie noch mehr Schüsse. Mega viele, ich würde hier weggehen. Die können hier von beiden Seiten. Und Treffer, nee, nee. Wir gerade, ja. Mach gerade einen Hitlergruß. Nein, der war, hat gerade irgendeinen Typen, der gerade einen Verwundeten weggebracht hat. Hatte. What the fuck? Ja, das war halt gerade der Verwundete. Und das war der Heiler von dem quasi. Jetzt habe ich gerade beide erledigt. Hast du das gesehen? Nein. Wow! Hast du das gesehen? Shit, ich bin am Verbluten. Oh, ich kann nichts versprechen. Ich kann nichts versprechen. Das sind immerhin drei Feinde. Verdammt, kaum noch Munition. Oh, hinter mir ist auch einer. Aber ich sehe ihn noch nicht. Nee, wie sieht der denn aus? Ups, ich wollte gar nicht schießen. Das hier wird sehr nützlich sein. Fast keine Kugeln mehr. Ich bin hier gerade im Lagerhaus drin. Hallo. Hm? Ja. Ja. Mhm.
Ich sehe dich gar nicht mehr. Wo bist du? Nochmal hochlaufen, neu zu kommen. Ich bin gerade bei den Beweisen, die wir anleiten müssen. Volltreffer. Irgendeine Art Lenksystem. Sonst nichts. Guck mal, wo ich bin. Was ist denn da oben? Ja, ich will wieder zu dir runter. Wie kann man da runter? Oh, da hinten ist ein Sniper. Toll. Von siehst du die Sniper? Die siehst du nicht, wenn du aus dem Visier rausgehst, das ganze Leuchten von dem, von dem Visier? Was? So. Das macht kein anderer Gegner, nur die Sniper halt. Jetzt ist auch wieder, Unterschallmunition nutzen können für den, aber naja. Das war jetzt keiner in der Nähe. Ich werde mal Unterschallmunition jetzt nutzen. Ich habe übrigens gar keine Unterschallmunition. Ich habe welche, ich werde jetzt mal die nutzen. Immer, immer das Auge. Ja, was ist denn? Das sind diese gelben Punkte Gegner, ne? Ja, ja, die suchen uns. Bist immer noch mit der Ultraschallmunition? Warte, ja, damit wir nicht auffallen. Hey, von hier aus sieht er mich. Also ich habe schon mal wieder einen markiert. Ich könnte die Aufmerksamkeiten hinten aufs Schiff lenken, indem ich einen Schuss auf dem Benzinkanister mache. Ich auch wieder mit Geist hin. Ach, du hast du gerade Geistkills, machst du jetzt gerade. Mhm. Achtung, der rennt los. Das ist aber trotzdem kein Geistkill, oder? Nee, der hat mich ja gesehen. Der hat sich umgedreht. Was hinter dem war. Achtung, da vorne sind Gegner. Das hören die nicht. Ja, das hören die, aber... ungewollte Aufmerksamkeit sorgen wird. Ja, sagten sie, obwohl der Lärm sicher für Aufmerksamkeit sorgen wird. Ich habe hier gerade ein paar Gegner markiert, ne? Achtung, der lebt noch, ne? Schießen den Hals der Leber. Mir geht die Munition aus. Ist der erwische ich ihn nicht, Mann. Der Pistole erwischt man gar nicht. Ja, das Fadenkreuz sagt einfach Panzer. Nichts aus, ey. Das ist alles. Kein Risiko ein. Panzer? Wo ist denn hier ein Panzer? Oh, da ist ein Panzer. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Pane. Panzer. Achtung, wir haben da wieder ein paar neue Gegner. Die Gegner auch. Brauche mehr Kugeln. Die haben uns aber noch nicht gesehen, weil sie gerade genau in deine Richtung kommen.
Fadenkreuz einfach nichts aussagt. Heilung. Hey, was ist denn da noch explodiert? Ah, da vorne steht der Panzer noch, okay. Der Panzer ist aber nicht bemannt, kann das? Der ist eben rumgefahren. Ja, ja, aber da sind die Leute ausgestiegen. Der Hauptsache, der fügt vollkommen in die falsche Richtung, ey, die Mütze. Diese Knochen, wie die fliegen ins Weltall. Achtung, Panzer explodiert. So, Panzer explodiert, okay. Ich weiß aber, entweder was war nur ein Zivilist oder der hat Angst bekommen. Wie er fliegt die Mütze ins Weltall. Jetzt ist wieder Nussknacker gespielt. Okay. Bei nichts mit dir in der Zeit der Kopf zu sein. Oh, da kommen wieder Gegner. Hat noch verblutet, was ist denn hier los? Ja, ich muss gucken. Jetzt muss ich gucken, dass ich zu meinem Partner komme. Bevor der wieder noch zu Ende verblutet. Oh Gott, hinter uns ist ein Panzer! Ich belebe dich wieder und dann haust du sofort mit mir nach hinten ab. Los, der Panzer ist jetzt weg, 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 weg. Oder warte, ich stelle mich vor dem Panzer. So. Und er hat mich überfahren. Ich mache das jetzt nochmal und jetzt werde ich nach hinten ab und du vorne auf die Straße. Das kann nicht wahr sein, ey. Jägerkill, jetzt der Tod. Jetzt kann der Panzer gucken, dass er in meine Richtung fährt und dann über die scheiß Tellermin. Ja, wollen doch mal hoffen. Der muss da jetzt durchfahren, andererseits bleibt er sonst die ganze Zeit stehen, aber der müsste jetzt eigentlich mal hier hinfahren.
Panzer zerstört, ja. Der ist da reingefahren. Kein Zweifel. Das ist der Typhus-Impfstoff. Typhus-Impfstoff. Die Partisanen wissen, wo er zu finden ist. Oh nein! Mehr finde ich nicht. Ist hier reingegangen? Zu gucken, ob hier irgendwas ist. War anscheinend nicht. So. Da war ein Gewehrmunition drin. Suchscheinwerfer ausschalten, Panzer zerstören. Wie ist das Panzer zerstören immer noch eine Aufgabe? Lass mal nach da hinten gehen, gucken. Der Panzer steht dort und ist immer noch bemannt. Ach, da schon. Ich mach das schon. So. Ups. Dass das geht. Ja, weil er gerade ruhig stand, konnte man endlich mal in Ruhe schießen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Panzer zerstören dann. Aber warum ist er nicht bei meinen Tellerminen gefahren? Hier sind noch mehr Gegner gerade. Oh, das. Sag mir nicht, das Kettenfahrzeug ist auch bemannt gerade. Ah, ne, da ist nur der Typ davor. Da ist schon wieder ein Jäger. Oh, der hält jetzt wieder mega viele Schüsse aus. Außer, dass er natürlich einen One-Shot erledigt. Ey, der Panzer ist mega im Arsch. So, jetzt ist der kaputt. Achtung, der geht jetzt kaputt. Da ist der Rucksack da schon dran. So, weg mit dem Kackding, ey. Sonst ist aber noch einer, ne? Ja, aber der ist unbemannt. Da kann man noch gegenschießen, einfach. Ja, aber. Ja, okay, das war sehr fair von dir. Oh. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Richtung ändern hier. Wir haben noch ein Panzer in 300 Meter Entfernung. Wie lange geht die Mission eigentlich noch? Jetzt drückt Tab, wir haben noch ein paar Missionen. Wir müssen noch Waffen zerstören, den Panzer zerstören und hoffen, dass wir diese Suchscheinwerfer kaputt machen. Kannst nur du mal gucken. Also ich meine, die Suchscheinwerfer kann ich auch über die Unterschallmunition. Die kann ich einfach abschießen aus der Entfernung. Dann kriegen wir die Aufgabe so schon erledigt. Da haben wir zum Beispiel einen Scheinwerfer. Ich schieße ihn ab, Moment. Unterschallmunition. So, Unterschalldämpfer ist weg. Noch eins weniger. Dings meine ich. So. So einen komplizierten Weg. So, die Gegner haben uns alle hier nicht gesehen. Die Gegner aber. Wir wurden hier noch nicht gesichtet, aber wir haben hier immerhin alle markiert. Müssen wir gucken. Die sind alle nah beieinander. Achtung, du wurdest gesehen. Von den ersten Gegnern. Die werden wahrscheinlich hier in die Richtung kommen. Ich werde mal gucken, ob man über. Warte. Ich kann mich gerade wegbewegen, mal gucken. Ja, warte, ich werde einen Stein werfen. So, ich habe einen Stein geworfen, hoffentlich reagiert der Typ da drauf. Unter Verdammt! Bewegt er sich mal? So, das müssen wir ihn da mal ausschalten an der Stelle. Spieler gesichtet. Was machst du denn da? Wieso? Jetzt sind sie alarmiert. Toll. Wow. Wieso bist du, hast du einfach deine Deckung gewechselt? Ich hab mit der Pistole abgeschossen. Also, wo sind wir jetzt hier wieder? Okay, unauffällig vor dem Lagerhaus sind wir jetzt gerade. Jetzt bleib mal kurz an deiner Position. Ich kann den einen gerne abschießen. Ganz ruhig. Frag mich nur, was du machen willst. Ich werfe einen Stein, okay? Ich werfe einen Stein, der hinter dich geht. Dann stell du dich mal eben kurz auf die andere Seite von dem
Warum? Ist doch gut. Aber ich glaube, ich hoffe, die reagieren auf den Stein jetzt. Ich werfe mal eben kurz einen hier hinten hin. Ein Geräusch! So, ja, die haben es gehört. Okay, also die werden jetzt gleich hinter den, hinter die Kisten kommen. Ja, wo soll ich hin? Auf die andere Seite, geh rechts, rechts von dir. Da links, okay. Ja, weil du nicht auf meine Kommandos hörst, das ist auch gut, aber okay. Ich werfe noch einen Stein. Ich bin aber komplett rüberlaufen. Nein, du bleibst jetzt da und hoffst nicht gesehen zu werden, wenn die jetzt hier zum Stein rennen. So, immer noch nicht gesehen, so machen wir weiter. So, warte, wir sind gerade immer noch nicht gesehen, das können wir hoffentlich so weiter behalten. Ich werfe noch einen Stein. Warte, der Typ hier. Verdammt, kaum noch Munition. Puh. Okay, ich habe noch zwei Schuss, da muss ich jetzt aufpassen. Okay, so. Jetzt habe ich noch einen Schuss. Aber wir haben das Lager auch so gut wie geklärt. Ich werde jetzt meine Munition ein bisschen auffüllen hier bei den Leuten. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Guck, und schon haben wir viel mehr Ruhe, keine Verstärkung. Die kommen, wir können in Ruhe jetzt hier uns die Waffenkammer angucken. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Okay, die, ja, ein paar Gegner sind hier immer noch sinnlos am Rumrennen, aber die werden wir auch noch loswerden. Es sind ja nur noch drei Stücke, also sieht gut aus. Was gesehen, sagt er. Der Offizier ist im Turm. Also mich hat er jetzt nicht gekillt. Nee, nee, ich hab den Nahkampf gekillt, also keine Sorge. Oh, wir haben oben. Achtung, auf dem Dach. Der andere ist auch oben auf dem Dach gewesen. Oder ist noch dort, ich weiß es nicht. Muss man aufpassen. Siehst du ihn? Nee, ich gehe gerade hoch. Ja, der müsste da oben stehen. Vorsichtig. Ja, ich kann ihn von hinten. Ja, dann. Okay, wunderbar. Sehr gut. Dann müssen wir mal gucken, was wollen wir hier nochmal machen? Ich glaube, wir müssen oben. Okay, unten haben wir den Panzer in 70 Metern, den müssen wir auch noch kaputt machen. Hier sind auch noch zwei Gegner oben. Oder? Ja, aber die sind weiter unten und haben uns noch überhaupt nicht gesehen. Also, okay, der Panzer ist dort. Warte mal, vielleicht kann ich mit Unterschallmunition irgendwas bei dem Panzer erreichen. Ich versuch's mal. War jetzt nicht der Panzer, aber der war zumindest in der Nähe des Panzers. Beim Panzer habe ich leider keine kritische Anzeige bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich ihn zerstören konnte. Ah, Lagerhaus untersuchen. 10 Meter unter uns. Wir müssen doch noch die Etage unter, tiefer. Achtung. Blitzt hier eigentlich immer so. Da vorne ist wieder Gegner. Was? Achtung, da vorne sind wieder Gegner. Manu, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Wo sind die denn hier? Die sind doch hier definitiv drin, oder nicht? Oder, ah nee, die sind über uns. Hier ist so viel Munition.
Und Verbandskästen und alles. Wieso finde ich keine Ultraschall-Munition? Ich verstehe das nicht. Ja, so viele gibt es davon nicht. Ich habe ja auch jetzt noch keine mehr. Ach, da oben war doch ein Gegner, okay. Ach, hier ist der Weg hoch. Das heißt, der andere ist auch in der Nähe. Wir müssen nur noch eine Etage höher. Okay, der hat uns schon mal gehört, auf jeden Fall. Oh. Okay, du hast ihn erledigt. Na gut, dann. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Waffen zerstören, den Hafenmeister finden und den Suchscheinwerfer eliminieren. Den Suchscheinwerfer mache ich, dann gehen wir zum Hafenmeister. Ich sollte etwas Munition finden und das macht drei. So, jetzt müssen wir nur noch uns um den Hafenmeister kümmern und einen Panzer zerstören, genau, stimmt, der war ja auch noch da. Für den Panzer müssen wir überlegen. Wir könnten überlegen, ob du eine Tellermine auf dem Weg, den er normalerweise fährst, legt. Oh, Scheiß! Oh, ich glaube, ich habe einen Panzer erwischt. Verstehe einfach nicht, warum ich keine Ultraschallmunition habe. Ja, keine Ahnung. Die Ultraschallmunition hatte ich jetzt irgendwann zu Beginn der Mission eingesammelt. Ja, ich habe danach dann aber auch nie wieder. Eben im Waffenlager tausendmal Ultraschallmunition anscheinend bekommen, aber nicht einsetzbar. Es gibt Pistolen, Unterschallmunition und Dings. Ja, Pistole. Sniper sieht uns. Müssen wir ein bisschen. Tot? Ja, der Sniper ist tot. Lass mal Richtung Hafenmeister gehen. Wir können mal gucken, ob wir auf dem Weg direkt eine Tellermine quasi für den Panzer legen. Ich kann dir sagen, wo du die am besten hinlegen sollst. Warten wir mal. Leg mal die Tellermine am besten hier hin, okay? Also Tellermine sollst du ja auf jeden Fall haben. Hier? Ja. Wo du stehst? Ja, wobei ich habe selber auch eine. Kann ich ja kriegen. So, okay. Jetzt haben wir zwei. Ja, es muss reichen. Okay, so, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier zum Hafenmeister kommen. Lass versuchen, so wenig Leute wie möglich zu erledigen. Vorne werden wir noch gesucht. Oh, Achtung, vor uns ist direkt ein Gegner. Hier an dem Wagen. Den kannst du, glaube ich, im Nahkampf erledigen. Oder? Hat er dich gesehen oder nicht? Nee. Ein anderer hat mich gesehen. Achtung, da kommt bloß der andere Typ hier zu dem. Ich geb den Nahkampfkill. Ja, Panzer zerstört, sehr gut, den haben wir. Hat der Typ mich denn gesehen? Scheiße. Jetzt müssen wir für den Hafenmeister leider nochmal laut sein. Okay. Ja, wo siehst du die alle? Ey, die sind direkt vor uns. Guck, da war der Nächste direkt. Der rennt weg. Ja, der traut sich nicht. Oh Gott, wir haben hoffentlich Gegner, die sich jetzt gleich uns nähern werden. Thank you.
habe wenig Leben und... Das muss das Büro des Hafenmeisters. Das muss Laterza sein, der Hafenmeister. Lucio will, dass ich ihn töte. Oh, Mann, ich will gar nicht schießen. So, der Hafenmeister ist tot. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir uns nur um die letzte Aufgabe kümmern. Sonst nichts. Ich bin jetzt schon wieder hingerannt. Ich habe hier gerade nur noch einen Gegner eliminiert im Nahkampf. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier den letzten Aufgabe erledigen. Wo lang will der Typ? Kommt der hier mir uns entgegen? Ach, man hätte noch im Nahkampf gehen können. Das muss doch eh schon der entdeckt. Also die rennen an uns vorbei, die zwei anderen. Okay, wir müssen noch die Waffen zerstören. Vielleicht kann man die Waffen auch von hier hinten ausschalten, also irgendwie als Sniper. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was machen können oder ob wir da aktiv was anbringen müssen. Ansonsten kann man zumindest mal ein bisschen spotten mit den Fernglas, auch wenn wir hier schon ein paar Gegner markiert haben. Ach nee, das war eine Rucksackladung, die wir anbringen mussten. Ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht groß, oder? Die sind ja schon markiert, aber wir können uns ransneaken oder zumindest versuchen, an die Flaxo ranzukommen. Müssen wir nur gucken, wo kommen wir da am leichtesten. Ach so, da ist ein Leiter, ja, das ist ja gut. Ich wollte gerade wieder überlegen, ob man runterspringen kann irgendwo. Hallo, geht's wohl runter, Charakter? Ja, okay, jetzt springt er dann doch so halb. Okay, der Feind sucht. Hier den einen können wir im Nahkampf ausschalten. Also hier der Typ ist ein Nahkampfkill, den kann man auf jeden Fall erledigen. Hauptsache er schreit noch voll rum. So. Der ist auch ein Nahkampfkill. Oh Gott. Ja, Hauptsache direkt wieder die große Waffe. Ja, die haben sie entdeckt. Ja, die waren noch gerade am Alarm läuten, aber okay. Jetzt wird es Zeit, schnell die Waffe zu zerstören. So, Timer ist gezündet und raus hier. Das war die letzte, ne? Ja. Das waren beide Geschütze. Finde ein Funkgerät. Achtung, hier kommen Gegner gerade. Oh. Der hat einen Kopfschuss gegeben. Da vorne sind direkt neue Gegner gespawnt. Alles klar, warte mal. Ich glaube, die haben uns doch nicht gesehen. Doch, die sind. Ja, die sind zwar rot, aber alles klar, sagt die Karte. Also irgendwie hat die Gesamtkarte uns noch nicht so entdeckt. Die laufen uns vorbei. Ja, siehst du, sag ich ja. Das Problem ist, jetzt müssen wir gucken, wie wir. Okay, die rennen weiter. Dann können wir jetzt gucken, dass wir hinter den
Ey, richtig sneaky hier, wir beide. So. In den feindlichen Linien. Ja, wenn ich mal ein bisschen rumballer, meckerst du ja direkt. Willst du das jetzt noch unnötig länger in die Länge ziehen, indem wir jetzt nochmal Verstärkung kriegen? Wir können jetzt auch einfach gucken, dass wir zum Funkgerät kommen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir die Mission beendet haben, wie stolz ich doch darauf bin, dass wir dieses scheiß deutsche Waffenkammer nach 3 Neustarts es geschafft haben, tatsächlich sneaky zu beenden. Aber immerhin, ne? Wir haben es geschafft, mal ein Objective sneaky zu machen. Los, Bomber. Pam, 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 pam. Ey, du warst sogar genauer als ich. Und hast den längsten Schuss. Mega am Längen, dieses Spiel. Ja, aber hey, du warst besser abgeschnitten als ich. Du hast mehr Geistkills als ich. Du hast eine höhere Genauigkeit. Und dein Schuss war auch noch länger als meiner. Ich hatte nur mehr Kopftreffer gehabt als du. Ja, ich ziel nie auf den Kopf. Weißt du, das, womit du eigentlich am effektivsten bist? Nein. Aber jetzt kann ich neue Charaktere auswählen. Mhm. Oh, ich bin 3 Level aufgestiegen in der Mission, ey. Ne, ich darf erst einen neuen Charakter auswählen, immer wenn ich die Mission quasi beendet habe. Ich muss erst die gespielt haben, damit ich in der Mission des Dings auswählen kann. So, ich habe meine zweite Fertigkeit jetzt schon. Ich nicht. So, dann verabschiede dich mal, Junge. Ja, ich habe gerade noch mein Level kurz. Ich bin ja Stufe 10, also habe ich die nächste Fertigkeit freigeschaltet. Oh, ich glaube, ich werde mir den Skill holen. Verringerter Fallschaden. Das hört sich nicht schlecht an. Ich habe die Medaille Geisttöter, Junge. Ey, haben wir richtig einen raus. Ey, wir haben schon 90% von der Kampagne. Ja, es gibt ja auch nicht so viele Missionen. Wir müssen mal gucken, ob du dir noch die DLC-Mission holst. Ich glaube, ich habe die schon. Da kannst du dann Hitler töten. Dum, 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 dum. Hitler töten ist ja nicht schlecht. Ich meine, gut. So. Kann ja nicht schaden. Geh ich mal raus, oder soll ich dran bei? Ja, ich beende jetzt ja sofort. Wir sind jetzt schon 3 Stunden und 16 Minuten am Aufnehmen. Aber ich bin zufrieden. Also, ich hoffe, das Spiel macht dir Spaß. Es macht den Zuschauern Spaß. Mir macht es Spaß. Also, klar, es war lustig, so ein bisschen rumzuballern mit den Killcamps, ist eigentlich immer geil, aber ich muss sagen, es hat auch so ein bisschen eigenen Reiz, theoretisch. Wenn wir es tatsächlich mal wie bei der deutschen Waffenkammer absprechen, ja, ey, ich werf den Stein dahin, du machst einen Nahkampfkill, du gehst auf die Seite, ich erledige den, du erledigst den. Hat ja auch mal was, ne? Zumindest, dass man mal guckt, dass wenn man sneaky ist, nicht direkt auffällt, sondern dass wenn man zufällig auffällt, dann halt eben das nutzt, was man daraus macht. Ja, ansonsten, ich hoffe, du hast Gefallen an dem Spiel gefunden, sodass wir das dann auf jeden Fall. Ja, klar. Sehr gut, dass wir das dann zu Ende machen, weil ich finde Sniper Elite immer sehr schön. Ich habe den zweiten Teil, wie gesagt, gespielt, aber ich habe ihn auch nicht mal beendet. Also angefangen mit Stoffbarge, aber halt nie irgendwie beendet bekommen. Wir haben da irgendwie 60% oder so der Mission gemacht, aber dann irgendwann aufgehört, keine Ahnung warum. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Sniper Elite 4. Vielleicht schaffen wir es morgen noch ein Projekt aufzunehmen, was wir in der Pipeline haben. Ich weiß es nicht, mal gucken. Aber egal, jetzt haben wir mit Sniper Elite und 3 Stunden Aufnahme ja erstmal auch ein paar Folgen auf petto, die wir dann auch raushauen können. Ich freue mich, sage, das war's mit Sniper Elite für diese Session. Bis zum nächsten Mal, euer Obstructor und Zombiehead. Bis wir wieder ein paar Nazis erledigen in Italien. Tschüssi!